Ey, das ist meine Karre. Sie fahren in meine Karre. Was ist das hier bitte von LAPD? Wieso fahren sie in meine Karre? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde das nicht gut, dass sie hier meine Karre ramponieren. Hallo, ich wollte... Gosha garments and a white three on my body. I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Make a city run my home. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alles BDFA mit mir. Ja, ich bin hier oben in, wie heißt es nochmal, Winewood. In den Winewood Hills bin ich. Und, hier fahren wir jetzt mal ein bisschen Streife, beziehungsweise nicht hier. Ich habe hier eigentlich quasi nur meine Mittagspause gemacht. Denn wir haben jetzt kurz nach 12, ja. Und machen jetzt weiter. Mit unserer wunderschönen Streife. Laufen mal zum Auto hier. In dem Park war ich, glaube ich, noch nie in GTA. Also, ich war allgemein hier hinten, bin ich sehr selten. Ich laufe mal ein bisschen schneller. Hier hinten bin ich sehr selten, weil hier einfach nichts ist. Oben bin ich gerade ins Licht gelaufen. Ja, oder dann ist das halt jetzt kaputt. Ist ja egal. So, wir steigen mal ein. Und fahren mal durch den Tunnel, oder? Guck mal, was da auf uns zukommt. Also, hier wirklich in der Ecke von Los Santos bin ich so selten. Ich glaube, da war ich vielleicht 3-4 Mal oder so. Und klar, durchgefahren ist mal halt öfter, aber hier 3-4 Mal ausgestiegen und herumgeguckt, meine ich. Deswegen, hier oben ist wirklich... Da... ist nicht so viel. Oh Gott, ich fahre wieder richtig geil. Aber wir müssen mal jemanden kontrollieren hier. Dich. Blöde, fahren Sie mal rechts ran. So, steigen wir mal aus. Machen wir einfach eine Fahrzeugkontrolle. Beziehungsweise eine allgemeine Verkehrskontrolle. Guten Tag. Einmal Hallo. Bitte Ihre ID. Kifla. Ihre. So, jetzt. Wie heißen Sie denn? Chile? Was? Chile? Dörbsen, Junge. Oder? Ja. Von, ja, wow. License is suspended. Finde ich nicht gut, ja. Vor allem, Sie haben ein volles Auto. Und deswegen steigen Sie jetzt mal aus. Aber nur Sie, bitte. Genau. Ah, was macht der Typ? Was macht der Typ? Okay. Da sie das Auto nicht fahren dürfen. Ey, hallo. Ey. Jetzt. Ah! Ey! Ah, ja. Steigen Sie aus. Gehen Sie aus dem Fahrzeug. Die Hände nach oben. Die Hände nach oben. Die Hände nach oben. Wenn Sie auf dem Boden sind, verhaftet, weil Sie sich der Polizei widersetzt haben. So. Wieso flüchten Sie von mir? Wieso flüchten? Nein, Sie steigen hier nicht ein. Ich glaube, für Sie ist die Weiterfahrt hier beendet, weil... Der wunderschöne Fahrer hat Mist gebaut und wird jetzt weggebracht. Das heißt, sie müssen jetzt aussteigen und sich ein Taxi holen oder so. Genau. So, denn die Karre wird nämlich jetzt abgeschleppt. Holen Sie sich ein Taxi. Ja gut, der wird abgeschleppt. Gut, dann ist für uns, glaube ich, der Einsatz beendet, oder? Ich glaube schon. Da vorne kommt schon der Abschlepper. Und wir fahren dann mal hier lang. Achso, sind wir wieder hier, oder was? Wir sind gerade erfolgreich im Kreis gefahren. Okay, alles klar, kann ich mit leben. Dann fahren wir jetzt hier lang. Dann fahren wir jetzt hier lang. Wir müssen eh wieder zurück in die Stadt, weil wir sind ja, LAPD und nicht LA County PD oder so. Aber wieso schleift der eigentlich die ganze Zeit? Weißt du, als wenn ich jetzt so krass um die Kurve fahren würde, dass die Reifen quietschen. Dann guckt es euch an. Mein guter, die färben zwar nicht ab auf die Straße, aber sie quietschen. Na, gerade schon wieder, what the fuck. Egal. So. Immer wenn ich bremse. Als wenn das so schlimm wäre.
Weißt du, da müsste Rockstar mein GTA 6 ein bisschen nachhelfen, dass das nicht mehr so behindert ist. Wir fahren hier mal runter in die Stadt und gucken mal. Hier sind wir jetzt in Vinewood. Guck mal, was wir haben. Und wir haben schon Aircraft Crash. Alles klar. Oh, man hat schon gehört, die Explosion. Ach du Scheiße. Okay. Ein Flugzeug ist scheinbar abgestürzt. Und wir müssen helfen. Gucken, ob wir das überhaupt können. Ob wir dazu in der Lage sind zu helfen. Oder ob wir scheitern werden. Oder so. Oh! Okay, alles klar. Wir müssen... Fire Service. Okay, sie kommen. Wir probieren es so lange zu löschen. Was? Wir haben keinen Feuerlöscher. Nice. Okay. Ah! Wieso überfahren sie mich? Hallo? Steigen Sie aus, steigen Sie aus, steigen Sie aus. Sie sind in Gefahr. Oh, oh. Okay, da kommen sie. Wir gucken mal, ob wir den Piloten helfen können. Okay, der Pilot ist irgendwie nicht mehr da. Ist das hier vielleicht der Pilot? Das könnte der Pilot sein. Okay, dann holen wir mal für den hier in EMS. Mein Gott. Wie geht das nochmal? Backup, Local EMS Unit. Was machen sie denn da? Jetzt steigen sie aus und helfen sie. Oh Gott. Ich weiß nicht, was die hier machen. Aber wir spannen auf jeden Fall mal ab hier die Straße. Einmal hier. Ey. Einmal hier. Einmal hier. So. Jetzt hören sie auf, steigen sie aus und helfen sie, diese Rinde nervt. Ah! Das gibt's nicht. Konnte man den Piloten helfen? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist tot. Ich glaube, wir den brauchen in Corona. Sind sonst noch irgendwelche Menschen im Flugzeug? Ich glaube aber nicht. Oh, ich glaube, da prügeln sich welche, oder? Ach nee, okay, scheinbar nicht. Hallo, gehen Sie bitte von der Straße weg. Oh Gott, hier ist riesiger Verkehrsstau. Ey, lass mich durch. Ey, wieso haben Sie gerade ein Foto davon gemacht? Bleiben Sie heute stehen. Ey. Aua, Entschuldigung. Haben wir Ihre ID bitte, ja? Das finde ich nicht gut, dass Sie hier Fotos von dem Einsatzort machen. Fichata Patrick. Nein, ich hab's falsch geschrieben. Nochmal. Fichita Patrick, glaube ich. Patrick. Fichita Patrick oder so. No interference license valid. Okay. Aber bitte halten Sie sich fern vom Einsatzort und machen Sie keine Bilder mehr. Ja, vielen Dank. Ey! Nehmen Sie die Hände hoch. Wieso probieren Sie mich anzugreifen? Och nö. Oh Gott, hier bricht wieder Verkehrschaos aus. Beruhigen Sie sich, alles ist gut. Ah! Oh Gott. Habe ich für den schon was gerufen? Ja, ich glaube schon. Okay, ich glaube, der eine ist jetzt beendet. Okay, warte, wir remove mal die Barriers da hinten. Oh Gott, hier ist alles außer Kontrolle. Müssen wir eben auf die Seite räumen. Genau. Jetzt gehen sie weg. I'm feeling hungry now. Okay, ich glaube, wir müssen mal was Mittagessen. Oh Gott, hier geht alles ab. Jetzt nehmen sie den Typen doch mit. Naja, wir fahren jetzt aber mal.
komme ich hier irgendwie durch? Auch immer der jetzt hinläuft. Naja, wir fahren einfach mal. Wir müssen was essen. Essen kriegt man diesen Taco-Ständen von der Mod. Das weiß ich noch. Was ist denn da links? Officer over here, my recall is broken down. Gumda, da schreiten wir mal ein oder da helfen wir mal. Oh. Scheiße, ich habe das Ding ja ange... Egal. So, kommen wir hier durch. Danke, danke. Ja, hier lassen Sie mich durch. Okay. Guten Tag. I cannot start my vehicle anymore. Please help me fix it. Wir probieren es mal. Okay. You should be able to drive your vehicle again. Also, es müsste jetzt funktionieren, aber bitte suchen Sie eine Werkstatt auf oder so. Oh Gott. Hier ist nichts. Thank you, Officer. Okay. Ja, wir haben hier unsere Karre schön gegen dieses Ding hier gesetzt. Können wir unsere Karre auch reparieren? Nö. Unsere Karre können wir nicht reparieren. Aber wir haben den Einsatz ja eh abgeschlossen. Das heißt, wir können hier reparieren. Gucken jetzt mal. Wir haben jetzt hier einen für Drug Runners im Vehicle. Den müssen wir festnehmen. Wo ist denn der? Hinter uns. Wie kommen wir jetzt da hin, Alter? Den fahren wir mal mit Sirene. Dass wir überhaupt umdrehen können. So. Wir fahren dann mit Code 2, würde ich sagen. Der ist hier, der steht ja in der Ampel. Das heißt, wir müssen mal eben unauffällig hier irgendwie drehen. Lass nämlich bitte durch. Oh, Entschuldigung. Wer ist denn das? Das ist der da vorne. Ach du Scheiße, okay. Wir machen mal Sirene an, dass der weiß, dass wir ihn verfolgen. Und jetzt halten wir den an. Machen Sie bitte rechts ran. Okay. Approach the suspect. Ich hab ein bisschen Angst. Wie viele sind denn das? Das ist nur einer. Okay, ich würde sagen, sie steigen sofort mal aus. Ey. Ah, ich wurde getasert. Ah. Nicht. Über mich drüber fahren. Okay, wir haben Verfolgung. Wir brauchen Air Support und Local Support. Und der Typ ist in unsere Karre reingefahren. Das ist nicht gut. Vor allem fährt der Typ verdammt schnell. Okay, ich hoffe, den kriegen wir noch, weil der hat ziemlich schnelle Karre. Könnte tatsächlich sein. Ja, wobei, okay, die haben den, glaube ich, schon, oder? Die haben den schon. Alles klar. Never mind. Never mind, weißt du, so... Die Karre brennt. Ich muss mal kurz hier ein bisschen umparken. So. Das bringt wahrscheinlich auch nicht viel. Wir brauchen Feuerwehr. Ah, fahren Sie da nicht noch rein. Entfernen Sie sich bitte vom Ort. Ach du Scheiße. Alter, ist der behindert? Ey, das ist meine Karre. Sie fahren in meine Karre. Was ist das hier bitte von LAPD? Wieso fahren Sie in meine Karre? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde das nicht gut, dass die hier meine Karre ramponieren. Hallo, ah, ich wollte... Ah! Toll! Und dafür... Ich verstehe gar nichts mehr. Nee, warte, bevor wir jetzt hier einsteigen... Müssen wir kurz noch die Karre hier abschleppen lassen. Komm, was sie mir in eine Delle reingefahren haben. Was ist das für einer? Das ist ein... Das ist Pegassi, oder? Das ist das Zeichen. Das ist Pegassi. So, auf jeden Fall schleppen wir ihn ab. Mein Gott, ey. Fahren Sie bitte einfach weiter, ohne hier irgendwie groß Kommentare zu machen.
Oder Reifen, guckt euch den Vorderreifen an, der ist voll am Arsch. Guckt den euch an, Alter, ey, was die gemacht haben. Alter, mit der Karre kann man doch nicht mehr fahren. Vor allem ist hier ein riesen Verkehrschaos, aber darum kümmern sich jetzt die Kollegen. Wir dürfen auf jeden Fall einmal reparieren. Mein Gott, ey. Es wird langsam Nacht in L.A. Ich sage jetzt Los Angeles dazu, ja? Wir spielen jetzt in Los Angeles. Habe ich mich dazu jetzt entschließen, whatever. Ah! Das war dämlich. Um Cargo Vehicle Theft, alles klar. Okay, wir reparieren einmal, sonst kommen wir hier nicht vom Fleck. Das war auch gerade irgendwie voll behindert, dass ich dagegen gefahren bin. So, hinten ist der Einsatz. Beziehungsweise der Einsatz bewegt sich gerade von uns weg. Freiwillig sogar. Das heißt, wir müssen ein bisschen Zahn zulegen hier, dass wir den noch kriegen. Weil das ist eh Heavy Vehicle. Die sind ja eh nicht so schnell, die Transporter und so. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Alles klar. Wir holen Air Support und SWAT. Und zwar und bleiben in einem gesunden Abstand. Wortwörtlich gesund. Sonst könnten wir ganz schnell drauf gehen. Das ist jetzt wohl ein New SWAT. Ey, entfernen Sie sich hier vom Tatort. Ey, bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Nehmen Sie die Hände hoch. Okay, das bringt nichts. Nehmen Sie die Hände hoch. Oh Gott. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Ach du Scheiße, ey. Boah, der hätte besser mal locker drauf gehen können, ne? Hätte es ziemlich heikel enden können, das Ganze. Es hat zum Glück gut geendet. Aber wir haben hier zwei tote Leute. Na gut, so positiv ist es jetzt auch nicht. Hallo, hören Sie auf über die... Ja. Genau, bleiben Sie am besten auf der Leiche stehen. Das ist eine gute Idee. Jetzt nämlich Abstand. Nein! Ah! Ey, ey, ey. Ey. Ich bin tot. Alter, der... Ich sag dazu nix. Ich sag dazu nix. Was ist denn da? Na gut, ich glaub... Was war das jetzt? Ja, ihr habt den Herrn hier getötet. Wieso töten sie die Leute? Finde ich nicht gut. Na gut, holen wir für den noch kurz einen Corona-Service. Aber ich würde sagen, wir beenden die Folge mal an dieser Stelle. Weil jetzt wegen ein paar Minuten noch jetzt ein neues Auto und so. Das bringt nichts. Wir machen am besten einfach morgen weiter. Und ich werde heute, also wir haben jetzt gerade Sonntag, ich werde heute im Laufe des Tages, noch im Laufe des Abends, mein GTA neu aufsetzen. So dass das stabiler läuft. Weil mich hat das, ich muss glaube ich wieder 5000 Mal starten müssen, bis mein GTA überhaupt lief. Ich glaube, das liegt echt an dieser 2K-Weekle-Scheiße. Aber auch wegen ein paar anderen Sachen möchte ich nochmal neu aufsetzen. Das heißt, wir spielen ab morgen dann ein komplett anderes, oder das heißt komplett anderes, aber zumindest ein stabiles GTA, hoffentlich zumindest. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.